Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Galaxy 2. Der Loma hier hat das um sich selbst drehen wie ein Planet viel besser aus als Lupper. Und ich habe festgestellt, die Toads können das auch ziemlich gut. Guckt ihn euch an, wie er sich dreht. Bis ihm schwindelig wird. Wobei, die drehen sich auch immer mit Mario mit. Von dem her, so schnell, glaube ich, wird den nicht schwindelig. Dass Mario nicht schwindelig wird. Naja, der ist aber auch schon einiges gewohnt. Ah, unter anderem die Sammlung einiger Grünsterne. So wie wir es jetzt hier in der Honigblütengalaxie machen werden. Mal gucken, wo die sich hier verstecken. Hier habe ich ehrlich gesagt nicht mal mehr den geringsten Ansatz, wo auch nur einer sein könnte. Aber da die ja größtenteils Sidescrolling ist, denke ich mal, dass wir ganz gut zurechtkommen dürften. Stimmt, das war ja die erste Galaxie, in der der Bienenpilz aufgetaucht ist. Moment, habe ich da gerade Glitzern gehört? Jetzt schon? Kann das seine Richtigkeit haben? Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es da oben wieder... Au! Hast du mich hier gerade beim Schaukeln gestört oder was? Das ist sehr unhöflich, Gumba. Versuchen wir es doch mal. Das klingt aber eher nach dem regulären Powerstern, der ja da oben versteckt ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei dem Powerstern da oben auch ein Grünstern versteckt ist. Also suchen wir lieber erstmal. Das war übrigens die falsche Seite. Hier will ich Walljumpen. Suchen wir erstmal woanders. So. Bienen-Mario. Noch höre ich nicht wirklich was glänzen. Nichtsdestotrotz geht es Mario natürlich wieder glänzen. Wie sich das gehört. Ich höre immer noch nichts glänzen. Nein. Hier ist allerdings auch ein ziemlicher Wind, der ein bisschen viel Lärm macht. Das macht es nicht unbedingt einfacher, die Grünsterne zu hören. Nee. Da oben bei dem normalen Powerstern ist schon mal keiner. Das ist ja schon mal beruhigend zu wissen. Schau mal, ob hier vielleicht einer ist, bei dem wir irgendwie verfrüht abspringen müssen oder sowas. Das hier ist natürlich prädestiniert, um den Grünstern zu verstecken. Ich höre ja auch schon einen Glinzen, genau. Glinzen höre ich ihn. Er scheint ihm näher zu kommen. Ah, da versteckt er sich doch schon. Da werden wir volle Flugpower für brauchen. Die sind ein bisschen schwierig hier aufzufüllen an diesen Dingern. Aber warum fülle ich sie eigentlich da drüben auf? Okay, das sollte reichen. War nicht mal annähernd voll. We got the grün. Hätte man also gar nicht so viel gebraucht. Aber okay. Hauptsache, wir haben den Grünstern bekommen. Ein weiteres, wie hießen sie? Raumphantome? Ich glaube Raumphantome, ja doch. Ich erinnere mich daran, dass ich sie Weltraumphantome genannt habe, obwohl sie nur Raumphantome heißen. Und es war sogar der erste, alles klar. Dann haben wir ja noch nichts verpasst. Sehr schön. So, ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein, da das zweite nur ein Schabernack-Komet ist, dass wir einfach Grünstern 1 hier benutzen. So. Dann geht das hier alles ein bisschen flotter vonstatten. Der Gumba hier erwartet uns schon. Bedauerlicherweise lege ich nicht viel Wert auf seine Gesellschaft. Das hört er jetzt vielleicht nicht gern, aber es ist so. Das ist ähnlich wie mit dir, mein gumbaiger Freund. So. Speeden wir doch hier mal durch. Oh. Wie bedauerlich. Und Hopsasa und Fliegsasa. Kommen wir bis zur Blume hoch? Ja, perfekt. Hey, wir könnten eine Kometenmünze einsammeln.
Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht, muss man tatsächlich sagen. Wir hatten zurzeit irgendwie immer was anderes zu tun. So, zum Beispiel die Beantwortung der Frage, wo ist hier der zweite Grünstern? Wo kann er nur sein? Das ist der erste. Grünstern von Grünsternington, der erste ist das hier. So. Dann suchen wir doch mal hier weiter. Das wäre natürlich auch... Ach komm! Das war doch nur mit der Bienenflügelspitze berührt. Na gut. Aber auf jeden Fall haben wir gesehen, dass da keiner ist. Und nur darum ging es ja. Allein dieses Wissen war es wert, jetzt fast schon wieder tot zu sein. Wissen ist schließlich ein derart wertvoller Schatz, der selbst das Leben selbst in den Schatten stellt, wie wir gerade eindrucksvoll bewiesen haben. Vielleicht ja da oben. Da oben war doch eine Plattform. Und da höre ich doch auch etwas glänzen. So, schaffen wir es hoch? Yes! Schöne Sache. So. Wobei das Glänzen wird leiser. Er muss also irgendwo hier sein. Muss ich von der Ranke abhüpfen? Wahrscheinlich läuft es auf irgendwie... Moment! Nein, da war er! Da war er! Da war er! Da war er! Nein! Ich will zurück! Lass mich zurück! Jetzt haben wir natürlich auch kein One-Up mehr, um es nochmal zu versuchen. Und an dem Savepoint werde ich... Komme ich an dem Savepoint vorbei? Um vielleicht genug Sternteile und Münzen zu sammeln oder noch ein One-Up zu finden? Wobei das mit den Münzen relativ schwierig werden dürfte, aber Sternteile könnte machbar werden. Dafür sollte ich allerdings meinen Cursor bemühen. Es wäre jetzt natürlich einfacher, die Galaxie einfach wieder zu verlassen und nochmal reinzugehen. Aber das kann ich nicht aus Gründen, die ich nicht begründen kann, weil erst gründliche Begründungen vergründet werden müssen. Außerdem haben wir doch schon gleich ein One-Up zusammen. Ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung, dass wir hier noch genug Sternteile finden. Hier wird doch irgendwo noch eins versteckt sein, ganz bestimmt. Ein kleines Sternteilchen ist doch hier sicherlich noch irgendwo. Ja, perfekt. Es gab für 50 Sternteile noch kein Extra Life. Wie bedauerlich. Das sollten wir gründlich recherchieren. Ich höre den regulären Powerstern. Welcher uns verspottet, weil er weiß, dass wir nicht mehr in den Grünstern kommen. Na gut. Dann... Au. Hatte ich jetzt eigentlich vor, ein schwarzes Loch zu fliegen, aber gut. Komm! Huiuiuiui. Was war das denn? Naja. Hallo, du da. Krabummel. Da sind wir, Game Over. Und das in grün. Ich kann nicht mal mehr annähernd sagen, dass wievielte Game Over das jetzt eigentlich ist, wenn ich so drüber nachdenke. Post von Peach? Ist das Post von Peach? Es ist Post von Peach. Okay, gut. One-Ups können wir immer brauchen. Wie freundlich von ihr. Warum ist die überhaupt wieder in Gefangenschaft? Wie schafft die das? Wir haben die jetzt schon zweimal gerettet. Sie ist immer noch bei Bowser. Also die Frau kann einen schon echt Nerven kosten. Diese blöde Prinzessin Peach. Prinzessin Peach lässt sich andauernd wieder reinfangen.
Wobei, das kann man jetzt nicht mal nur Peach vorwerfen. Ich meine, Rosalina war beim zweiten Mal auch wieder eingesperrt. Also, nicht eingesperrt, aber wurde von Bowser attackiert. So, mit 9 Extra Life sollten wir doch jetzt ein paar Versuche haben, um das hier ordentlich anzugehen. Jetzt wollen wir doch hier einfach mal durchrushen. Das war wieder natürlich Teil einer ganz hochkomplexen Speedrun-Technik, die natürlich auch wieder damit zu tun hat, dadurch Zeit zu verlieren, von einem Goomba getroffen zu werden. Das gibt den restlichen Goombas nämlich ein Gefühl der Sicherheit und dadurch werden die weniger aggressiv und laufen vor uns weg. Das spart uns für später dann Zeit. Schade, dass wir dieses Spiel gerade nicht speedrunnen, sonst hätten wir jetzt, hätte ich euch jetzt die Privilegien dieses Tricks präsentieren können. Oh Gott. Oh, lasst den alten Mann einfach seinen Blödsinn reden. Tut ihm den Gefallen. Lasst dein altes Paragobot einfach vor sich hin brabbeln. Ach so. Da wollen wir hoch. Bounce, die Bounce, die Bounce. Die Bounce, die Bounce. So. Damit wären wir ja schon fast wieder da. Wir haben jetzt im Endeffekt 9 Extra Lives. Also haben wir auch 9 Versuche, es richtig zu machen. Davon wird doch wohl einer gelingen. Ich weiß noch nicht mal so wirklich, wie hoch ich eigentlich muss, aber ja. Das sind alles Fragen, die sich uns schon noch beantworten werden. Jetzt ist es erstmal Zeit zu schaukeln. Ich will auf keinen Fall die Ranke berühren. So viel ist schon mal sicher. Was schon insofern schwierig wird, weil Mario auf sie zulenkt. Nein, lass diese Ranke los, Mario. Lass los. Lass los, ich bin der Spieler und ich befehle dir, das hier loszulassen. Ich bin die höhere Gewalt, Mario. Dann halt nicht. Dann machen wir es halt so. Da ist nicht mal ein schwarzes Loch. Hui. Da fallen wir einfach aus der Welt. Da ist nicht mal ein schwarzes Loch. Interessant. So. Dann... Das könnte knapp werden, aber es hat gereicht. Es hat gereicht. So. Wobei ich gerade überlege, ob nicht vielleicht die schlauere Idee wäre, da hochzufliegen und dann zum Stern rüber. Ich weiß nicht, ob Marios Flugenergie dafür reicht, aber wenn, haben wir natürlich nicht das Problem, dass er sich dauernd an der... Ja, die reicht leicht. Das ist doch easy going, wenn man es weiß. We got the grün. Na, perfekt. Damit stehen wir kurz davor, auch die zweite Welt abzuschließen. Ich bin gerade am Überlegen, ob es Grünsterne gibt, die im Bowser-Fight versteckt sind. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, in keinem der Bowser-Fights ist ein Grünstern versteckt. Wir sollten also hier jetzt relativ simple and clean durchkommen. Und uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Nämlich den Kometenalarm. Der Grünsterne zu verkünden weiß. So, sehen wir denn irgendwo einen? Da schon mal nicht. Da auch nicht. Da sehe ich soweit jetzt auch noch keinen. Okay. Dann kümmern wir uns erstmal um den Magikooper. Und schnappen uns diesen Greifstern. Die haben eigentlich erstaunlich wenig Auftritte in diesem Spiel, die Greifsterne. Ich erinnere mich daran, in Galaxy 1 mehr damit hantieren zu müssen. So, da habe ich jetzt soweit auch kein Glitzern gehört. Hui. Ich hätte sogar geschafft. Naja, okay. Gegen so auch. Da habe ich jetzt auch übrigens kein Glitzern gehört. Ich glaube, auf so einer runden Plattform würde man es hören. Dieser Lavablock da hinten sieht übrigens aus wie ein Riesenstück Käse. Fällt mir gerade mal so auf. Das ist ein riesiger Käseblock. Huch!
Ja, ihr habt mir eine Münze besorgt, nicht wahr? Vielen Dank. Warum hättet ihr mir keinen Grünstern besorgen können? Captain Toad, du hast dein eigenes Spiel. Du musst doch der Grünstern-Experte sein. Why you no Grünstern, Captain Toad? Immer noch kein Glitzern, alles klar. So, ah! Aber was sehe ich denn da hinten? Das wird doch wohl kein Grünstern-Glitzern sein. Ui. Das vermag doch nicht das Glitzern eines Grünsterns zu sein. So, das wird wieder spannend zu erreichen. Eieiei, Mario! Ui. Der ist echt schön zu erreichen. Gut, dass wir ein paar Versuche haben. Hier wäre ein Yoshi durchaus praktisch, muss ich ja schon mal sagen. Kann ich da eigentlich... Hätte ich einen Max-Kraftpilz bestimmt, aber so... Kommen wir da hinten eigentlich recht einfach an den Max-Kraftpilz? Das wäre vielleicht die nächste Frage. Nicht mal den haben die Toads besorgen können, aber so eine läppische kleine Mütze. Könnte da vielleicht ein Max-Kraftpilz irgendwo sein? Wohl eher nicht. So. Jetzt wieder Kamera-Perspektivenwechsel des tödlichen Todes. Ui. Ich versuche ganz gerade darauf zuzuhalten. Yes. Das war doch was. We got the Grün. Na, das war doch jetzt erfolgreich. Dann suchen wir doch gleich noch den zweiten. Vorausgesetzt, dass das hier nicht der zweite ist. Es ist der erste. Perfekt. Und wir sind schon bei 155 Sternen. Wir nähern uns in kleinen, aber doch effektiven Schritten den 240 Sternen. Und in Kürze werden wir auch diese Welt abgeschlossen haben. So, hier können wir auf jeden Fall auch wieder in Grünstern 1 reingehen, denn ich bezweifle, dass der Grünstern eine Zeitmission sein wird. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Ich könnte es auch nicht wirklich nachvollziehen, denn der Level verändert sich ja im Endeffekt nicht durch das Zeitlimit. Außer, dass halt überall Uhren rumliegen. Aber das könnte ich mir fast vorstellen, dass das dem Grünstern ziemlich egal ist, wenn da irgendwo eine Uhr rumliegt. Außer natürlich, dieser eine Grünstern ist Uhrmacher und fühlt sich ganz besonders von Uhren angezogen. Den hätten wir jetzt mitnehmen können, aber das haben wir nicht. Denn sowas haben wir doch gar nicht nötig. Max-Kraft-Pilze sind doch für Pussys. Außer natürlich die Male im Let's Play, wo ich sie eingesammelt habe. Da waren es natürlich die absoluten Hardcore-Pro-Max-Kraft-Pilze. Aber sonst, der da ist jetzt in diesem Moment voll für Pussys. So, genau wie dieser Hammerbruder. So, ui, ja, genau so war das geplant. So, kriegen wir das nochmal so schön hin? Ich krieg jedes Mal kurz Panik, wenn hier die Perspektive wechselt. Muss ich ja schon mal... Au! Schubst mich der einfach mit seiner Hand weg. Ja, was sind das denn für Manieren? Und dann versucht er mich zu zerquetschen. Was sind das denn für Manieren? Wir werden einfach wieder drunter durch. Na. Nein! Das hätte ein Hechtsprung werden sollen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, wurde es keiner. So. Na gut. Ich denke, das One-Up einzusammeln können wir uns trotz allem sparen. Denn das hier ist für diese Aufnahmesession jetzt eh erstmal die letzte Folge. So. Hast du dir so gedacht? Dementsprechend haben wir von den One-Ups eh nicht mehr viel und für diesen einen Grünstern sollte es wohl noch reichen. So. Huiuiui. Huiuiui. So. Ja, dreh dich mal bitte. Zeig dich mal von deiner Schokoladenseite. Ach so. Das ist also eure Schokoladenseite.
Die gefällt mir auch am besten. So, und jetzt einmal bitte mache Boom-Modus activated. So, oh. Ich habe eine Vermutung, wo der grüne Stern sein könnte. Ziehst du mich mal bitte an? Dankeschön. Ja, natürlich. Das wird jetzt wieder... Uiuiui. Okay, da. Nein, doch. Oh. We got the grün. Ach, wie schön. Lief doch jetzt tatsächlich unproblematischer, als ich befürchtet hatte. Da bin ich dankbar drum. Und wir haben die nächste Welt abgeschlossen. Ist das nicht schön? Wir haben Fortschritt. Wir haben echt effektiv Fortschritt. Die dritte Welt erwartet uns allerdings erst im nächsten Part, wenn wir uns auch die dortigen Grünsterne einen nach dem anderen schnappen werden. Wo auch immer sie sind nicht sicher vor uns. Hab ich nicht recht, Lubber? Mein lubberiger Lubber-Freund. Hm. Wo er gerade so von hungrig redet. Wenn die Sterne alle verschwinden. Lubba, hast du unsere Grünsterne gegessen? Gib es zu. Irgendwo da oben ist dein geheimes Sternenlager, wo du unsere ganzen Powersterne zusammenmampfst. Gib es zu, Lubba. Ich hab dich durchschaut. Das passiert mit den Dingern. Kein Wunder, dass er von hungrig redet. Na gut. Dann wollen wir den guten Lubba einfach mal weiterfüttern. Wir können ja einfach mal... So, da bitteschön. Du auch. Und du vielleicht. Oder Mario. Dich, Mario, fliegen sie einfach durch. Schade. Hey, Luigi, Bruderherz. Klopf, klopf. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und der Part hat euch soweit gefallen. Und ja... Viele Grünsterne erwarten uns noch, aber wir werden sie uns alle holen. Gorda Grünstern im All. Für diesen Part allerdings heißt es Tschüssikowski, euer Pagu.